Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und ihr habt es euch gewünscht, ihr habt gesagt, macht doch mal Fisch. Heute machen wir Fisch, und zwar nicht irgendeinen, sondern wir werden uns Steckerlfisch machen. Das ist auf bayerischen Volksfesten eine richtige Delikatesse. Ist ganz einfach gemacht und richtig lecker. Alles, was ihr rund um das Video wissen müsst, wie die genauen Mengen, das ausführliche Rezept, steht unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns die Zutaten an. Als Fisch habe ich hier heute eine Forelle, denn das wird auf den bayerischen Volksfesten in der Regel auch genommen. Und solltet ihr keine Forellen bekommen, gehen natürlich auch Saiblinge oder Makrelen. Also da nehmt ihr einfach das, was ihr bei eurem Fischhändler bekommt. Und gewürzt wird heute ganz puristisch, einfach nur mit Salz und Pfeffer. Das wären dann unsere Zutaten gewesen, alles wieder recht überschaubar. Das Ganze ist auch eine richtig einfache Nummer. Beginnen können wir dann gleich mit unserem Fisch. Den holen wir uns erstmal hier aufs Brett. Dann haltet ihr euch den Fisch hier so auf und dann braucht ihr nach Möglichkeit eine dritte Hand, denn wir werden ihn jetzt von innen erstmal salzen und pfeffern. Damit aber nicht übertreiben. So reicht das schon vollkommen aus an Salz. Und jetzt nochmal so eine schöne Ladung Pfeffer. Können wir das nochmal so ein bisschen verreiben. Das schickt dann. Und das machen wir jetzt erstmal mit allen Forellen und dann können wir sie auch schon auf den Spieß packen. Von außen würzen werden wir die Forellen, wenn wir das Ganze auf den Spieß gepackt haben, denn wenn wir die jetzt nehmen würden, würden die würzen und packen die dann später als an, um den Spieß reinzukriegen, würden wir uns das Salz und Pfeffer außen wieder abrubbeln. Von daher machen wir das immer erst, wenn wir das Ganze aufgespießt haben. Zum Aufspießen gibt es ja viele Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Grills. Wir gucken uns jetzt an, was ich heute nutze. Denn ich nutze heute den Steckerlfischhalter von grillrost.com. Mit bei dem Grundhalter sind einmal hier solche Holzstäbe, die kann man zwei, dreimal nutzen. Danach müsste man die nachkaufen, die bietet grillrost.com auch nochmal an. Optional zum Erweitern kann man sich dann hier diese Edelstahlspieße holen, die habe ich mir gleich dazu genommen, weil ich denke, wenn man dann irgendwas damit macht, hat man immer gleich welche da, falls die hier nichts mehr sind. Deswegen nehme ich heute diese hier. Und das ganze Prinzip funktioniert jetzt folgendermaßen. Und den Grundhalter hier, den könnt ihr dann nehmen, wie ich jetzt hier an so eine Feuertonne machen. Hier drin haben wir dann unsere Glut, worüber der Fisch dann gegrillt werden kann. Mit bei dem Halter ist auch so ein Erdflock hier, den könnt ihr dann in eine Erde rammen. Dann kommt er hier oben drauf und ihr könnt über direktem Lagerfeuer das Ganze machen. Und das Ganze geht auch hier an so einem Kugelgrill. Das heißt, diese Öffnung einfach hier drüber geschoben, dann können wir das hier mit der Schraube schön festziehen. Und auch über der Kugel hier können wir dann schön Steckerlfisch machen. Und wenn ihr eure Feuerquelle dann ausgemacht habt, wo ihr den Halter nutzen möchtet, dann könnt ihr jetzt hier wie mitgeliefert die Holzspieße nehmen. Steckt die euch hier rein oder die Edelstahlspieße. Und dann könnt ihr das Ganze hier auf der Seite verstellen. Das Ganze in mehreren Stufen. Das heißt, wir können hier hingehen. Somit neigen sich unsere Spieße mit dem Grillgut drauf zum Feuer. Wir können wieder weg davon oder sogar ganz runter, dass es fast waagrecht ist. Also da müsst ihr dann gucken, wie eure Hitze in dieser Tonne, Grill oder sonst was ist. Auf jeden Fall finde ich das hier ein richtig schönes Gadget. Ich denke mal, das macht auch richtig Bock. Aber wer so ein Teil haben möchte, kann unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr den Link dazu. Und jetzt würde ich sagen, spießen wir die Fische auf, damit wir das Ganze mal richtig in der Praxis sehen. Und das Aufspießen ist halt so eine Sache. Da gibt es dann so zwei, drei Tricks, die man auch beachten sollte. Aber das schauen wir uns jetzt an. Dazu legt ihr euch den Fisch so hier hin, dann macht das Maul auf, nehmt euren Spieß, führt den dann ein. Und hier drinnen geht es dann jetzt wie folgt weiter. Da versucht er dann mit der Spitze hier oben so unter den Gräten ans Rückgrat zu kommen. Und dann schiebt er den langsam hier oben am Rückgrat dran lang vorbei. Immer schön gucken, dass er oben hier so am Rückgrat dran bleibt. Denn wir wollen auf gar keinen Fall, dass wir auf der anderen Seite hier rauskommen, denn hier das soll unbeschädigt bleiben. Und wenn wir dann merken, wir sind hier hinten angekommen, ich muss erstmal gucken, wo wir sind hier, dann gucken wir, dass wir hier hinten am Rückgrat wieder rauskommen. Und wie man dann hier sehen kann, ich hoffe, man sieht es, kommt der Spieß raus. Und jetzt gucken wir, dass wir hier seitlich an der Schwanzflosse hinten, durch das wir hier so schieben, quasi dann hier so, na komm, geh durch, da rauskommen. Ihr seht, der Spieß, der kommt, das ist so eine frickelige Arbeit, aber wichtig ist halt, dass wir dann hier hinten so rauskommen und fertig ist unser Fisch dann schon auf dem Spieß. Jetzt können wir dann nehmen, wie ich ja eben schon gesagt habe, von außen salzen und pfeffern. Das machen wir dann mit allen und dann können wir auch schon an den Grill. Und was ich gerade vergessen habe, hier an der Bauchöffnung, da nehmen wir jetzt mal hier so einen Zahnstocher, schieben den da durch.
Dasselbe machen wir dann noch mal so ein Stückchen weiter hier hinten. Das ist so ein bisschen tricky, aber das geht. Und dann auf dem Spieß hier ziehen wir uns dann die Bauchdecke so ein bisschen auf, dass die dann quasi so hier offen bleibt. Das heißt, wenn wir das gleich so über offenem Feuer grillen, dass das dann einigermaßen offen ist. Ist optional, müsst ihr nicht machen, aber ich mache es so. Und wie ich ja eben gesagt habe, das Ganze dann von außen auch nur leicht salzen und pfeffern. Mehr braucht es da gar nicht. Mittlerweile sind die Fische dann auf den Spießen. Die habe ich jetzt genommen, in die Küche gestellt. Das sollte dann nach Möglichkeit auch machen. Das für so gute 20 bis 30 Minuten. Einfach nur so, dass die ein bisschen auf Zimmertemperatur kommen können. Und das passt natürlich zeitlich auch, denn in der Zeit können wir den Grill anmachen. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Dann ist die Tonne gestartet. Ich nutze dazu handelsübliche Holzkohle. Alternativ kann man sich natürlich auch ein Feuer machen oder Briketts nehmen, aber traditionell wird das Ganze halt über Holzkohle gegrillt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir unsere Spieße drauf. Dazu nehmen wir unsere Fische hier und stecken die dann in den Halter rein. Da nach Möglichkeit mit der Bauchöffnung anfangen. Das heißt, die sollte am Anfang nach unten zeigen. Wenn wir die dann jetzt so hier drin haben, fühlen wir mal, wie heiß das ist. Wow, das ist ganz schön heiß. Das heißt, wir werden dann unseren Halter nehmen hier und einmal so ein bisschen senken, dass die Hitze jetzt richtig schön hier reinziehen kann. Und die Bauchöffnung, die grillen wir jetzt so gute 2 bis 5 Minuten. Länger auf gar keinen Fall. Die Zeit ist rum, für die Bauchöffnung reicht das. Jetzt fangen wir mit den Seiten an. Dazu können wir uns hier den Spieß nehmen, nehmen den raus, drehen den einmal. Das machen wir jetzt natürlich erstmal mit allen. Und jetzt denke ich mal, werden wir jede Seite so gute 10 Minuten erstmal geben. Gucken, wie die sich farbtechnisch entwickeln, weil die sollen richtig schön braun werden. Sollte es von der Hitze her zu wenig sein, können wir ja hier immer noch unsere Fische noch ein Stückchen weiter runter machen. Aber ich denke mal, so wie sie jetzt sind, lassen wir sie erstmal und dann drehen wir sie auf der anderen Seite. Und zum Schluss kommt natürlich noch der Rücken. So, die 10 Minuten für die Seite wären auch rum. Jetzt drehen wir auf die nächste Seite. Und farblich sollte der Fisch dann hinterher ungefähr komplett so aussehen. Wir werden dem aber noch einen Finish geben. Ich will nämlich jetzt erstmal die andere Seite machen. Und bevor wir ihn dann richtig braun zaubern, machen wir jetzt erstmal diese hier. So, von mir aus können wir auch noch mal eine Stufe ein bisschen näher an die Flamme gehen. Und jetzt geben wir der Seite auch noch mal 10 Minuten. Und wenn wir beide Seiten haben, man sieht ja immer, hier oben ist erstmal die meiste Hitze und hier unten kommt so ein bisschen weniger was hin. Dann kann man die Spieße natürlich auch einmal nehmen, komplett rumdrehen und reinmachen. Und somit grillen wir dann die andere Seite auch noch schön farbig. Ja, und gleich werden wir sie dann noch einmal kurz hier so auf den Rücken drehen. Ja, und dann sollte unsere Forelle auch schon fertig sein und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Ganze probieren. Mittlerweile ist es dann soweit, der Fisch hat von allen Seiten richtig schön Farbe abbekommen, wie man sieht. Sollte auch fertig sein und das erkennt man ganz leicht daran. Man nimmt sich hier so eine Zange, guckt hier die Rückenflosse und wenn die sich hier ohne Probleme rausziehen lässt, so wie hier jetzt, ist unser Fisch komplett gar und wir können ihn essen. Deswegen nehme ich den jetzt runter und wir sehen uns oben wieder. Jetzt will ich das hier vorne aber auch nochmal probieren. Und ihr seht, die Rückenflosse geht ohne Probleme raus, der Fisch ist gar. Los, probieren. Und ich würde sagen, von beiden Seiten her, das sieht hervorragend aus. Die Rückenflosse, wie ich ja eben gezeigt habe, ließ sich super entfernen, also ist er gar. Jetzt muss der Spieß raus, das ist immer so eine twickige Sache. Das heißt, wir werden es mal versuchen, hier hinten zu halten, dann den so ein bisschen zu drehen. Und dann, also ist jetzt heiß. Ah, warte mal. Ihr seht, die fällt schon fast auseinander und das sollte ja eigentlich nicht passieren. Deswegen hier mal so ein bisschen drücken. Und versuchen, den Spieß hier rauszuziehen. Aber ihr seht, das geht nicht. Ich mache da jetzt gar nicht lange drum rum. Wir nehmen hier einfach die Gabel, machen hier so ein bisschen die Haut weg. Und ihr seht, der Fisch, der ist super gar. Ja, dann werde ich mir hier so ein bisschen was rausnehmen. Da müsst ihr dann natürlich aufpassen, was Gräten angeht. Und ihr seht, der sieht hervorragend aus. Ja, und jetzt werde ich probieren. Dann guten Appetit. Oh,
Dann habe ich unseren Fisch probiert und jeder weiß es, ich bin nicht so der Fischesser. Mal ja, aber nicht so oft. Aber das hier könnte ich mir wirklich jeden Tag geben, weil geschmacklich ist das einfach mega. Wir haben das ganz puristisch gewürzt mit Salz und Pfeffer. Die Note ist da, haben hier einen schönen durchgegarten Fisch, der auch noch saftig ist. Einfach nur Hammer. Das dann entweder über offenem Feuer oder wie bei uns jetzt auf der Holzkohle mit diesem Steckergrillaufsatz. Einfach nur Hammer. Es macht auch noch richtig Spaß, als da zu drehen, zu machen und zu tun. Macht richtig Laune, wer Steckerfisch nicht kennt. Ich denke mal, die meisten bayerischen Zuschauer, die werden es kennen, weil das gibt es ja da fast auf jedem Volksfest. Wie man den dann nachher natürlich jetzt von dem Spieß kriegt, da muss man dann noch ein bisschen üben, weil ich habe es jetzt erst zum ersten Mal gemacht. Deswegen wäre mir komplett auseinandergeflogen. Das soll ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Ich weiß nur, dass wenn es den dort gibt, die packen den immer noch in Backpapier und Zeitung. Und ich denke mal, die ziehen den dann, wenn die den in der Hand haben, so da runter. Und dann kann man den mitnehmen und essen. Dazu passt jetzt einfach nur Weißbrot, da so ein bisschen Knoblauchbutter drauf, das angeröstet, ein bisschen Remoulade und zack, ist die ganze Nummer fertig. Lecker ist es, wer es nicht kennt, besorgt euch so einen Halter oder nehmt einen anderen Spieß, irgendwie was und macht das nach und schreibt unten rein, wie hat es euch geschmeckt. Ich bin auf jeden Fall mega geflasht und das wird jetzt so nicht der letzte Fisch gewesen sein, weil es gibt da noch andere Sorten, die man vielleicht so aufspießen kann und dann auf diese Art und Weise zubereiten kann. Aber wir gehen jetzt erstmal essen. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Gegessen haben wir und geschmacklich, wie ich ja eben schon gesagt habe, richtig lecker. Obwohl wir das Ganze nur mit Salz und Pfeffer gewürzt haben. Ganz puristisch. Variabel ist es natürlich. Man kann Kräuter reinmachen, Knoblauch reinmachen, das mit Knoblauchöl bepinseln. Da muss man dann natürlich gucken, wie man den Fisch haben will. Selbst meine Kinder, die anfangs skeptisch waren, wo sie da den rohen Fisch gesehen haben, die haben reingehauen wie Sau. Weil man muss sich natürlich immer vor Augen halten, wenn wir Fisch essen. Der sieht dann halt so aus, wenn er geangelt wurde, ausgenommen wurde und so weiter. Ist ja beim Spanferkel nichts anderes. Da muss man sich dann natürlich an den Anblick gewöhnen. Das schreckt im ersten Moment ab, weil man hat halt nicht immer nur das fertige Fischstäbchen. Aber ich denke mal, da sollte jeder mit klarkommen. Dann zum Halter. Richtig tolles Spielzeug. Macht richtig Laune, das Ding als hoch runterzustellen, die Spieße zu drehen. Hat richtig Spaß gemacht, das hier auf Kohle oder alternativ auf offenem Feuer. Ich denke mal, das macht da noch mehr Bock. Wer Interesse an so einem Halter hat, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich glaube auch, man kann hier nicht nur Fisch mit den Spießen machen. Ich denke mal, da gibt es noch genug Möglichkeiten, was man hier so mit dem Halter noch treiben kann. Ich sag mal, Schaschlik wäre vielleicht eine Option oder irgendwelche anderen Spießgerichte. Dann soll es auch noch irgendwelche anderen Aufsätze hierfür geben. Was genau, weiß ich nicht. Dann müsst ihr da mal bei gyros.com gucken. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich verlinke euch das alles. Ja, und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, hier oben könnt ihr das nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Das anklicken, dann die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.